Ja, auch und das Weltwirtschaftsforum Davos in diesem Jahr findet es natürlich nur virtuell statt, dank der Pandemie. Bundeskanzlerin Merkel, die hat heute sich das dennoch nicht nehmen lassen, nach einem Jahr Corona eine Bilanz zu ziehen. Die Rede hielt sie natürlich mit einer Videoschalte und dabei zeigte sich Angela Merkel durchaus selbstkritisch. Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig. Prozesse sind oft sehr bürokratisch geworden, dauern lange. Und wir haben da also nachzuarbeiten. Wir haben ein gutes Fundament in Deutschland gehabt, das sind die soliden Finanzen. Und so konnten wir doch entschlossen handeln, unseren Unternehmen helfen, den Bürgerinnen und Bürgern helfen, Instrumente wie Kurzarbeit einführen, die Wirtschaft am Laufen halten und ein nie dagewesenes Konjunkturprogramm von über 100 Milliarden Euro auflegen, was natürlich zur Stabilisierung auch des gesamten gesellschaftlichen Lebens beigetragen hat. Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage, das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft. Das beginnt bei der überregionalen Vernetzung der Gesundheitsämter. Das zeigt sich bei der Digitalisierung der Verwaltung. Das zeigt sich bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems, wenn es um Fernunterricht, wenn es um Fernstudiengänge geht. Das heißt, hier haben wir mit unserem Konjunkturprogramm auch angesetzt und gesagt, hier müssen wir besser, schneller werden und wissen, dass wir hier nachzuarbeiten haben. Genauso hat sich gezeigt, von welch großer Bedeutung ein resilientes Gesundheitssystem ist. Und für Deutschland hat sich gezeigt, dass wir ein sehr gutes individuelles Gesundheitssystem haben. Aber wenn es um Community Health, um Gemeinschaft, um Prävention geht, dann haben wir hier noch nicht die ausreichende Resilienz. Und deshalb müssen wir hier aus der Krise, aus der Pandemie lernen. Soweit Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Grußwort nach Davos. Und vor dem Kanzleramt in Berlin steht Michael Wöhlenweber. Michael, Angela Merkel hat da ja durchaus Fehler eingeräumt. Man muss allerdings dazu sagen, die Frau ist seit über 15 Jahren Bundeskanzlerin. Wie hast du diese Rede wahrgenommen? Also ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, als ob sie sich selbst damit wirklich wehgetan hat und selbstkritisch mit Deutschland sehr stark umgegangen ist, sondern das war im Bereich des Erwartbaren. Also da war jetzt nichts Verwunderliches eigentlich in dieser Rede. Nehmen wir einfach mal das Stichwort Digitalisierung. Das wissen wir ja, dass wir da hinterherhinken, dass man da mehr tun muss, auch bei den Gesundheitsämtern zum Beispiel. Die sind immer noch nicht voll digitalisiert, immer noch hapert es dann mit den Meldungen zum Beispiel. Obwohl da die Software zur Verfügung gestellt worden ist. Vielleicht meint sie das auch in diesem Zusammenhang, dass das ein oder andere nicht schnell genug gehen würde. Aber man kann natürlich aus diesen Worten der Kanzlerin heute zumindest nicht herauslesen, wohin denn die Reise ihrer Meinung nach weitergehen sollte. Also das wissen wir zwar, dass sie eine Hardlinerin ist und weiter da versucht, doch Vorsicht walten zu lassen. Aber ganz konkret war das für unseren Gebrauch jetzt hier in Deutschland eigentlich von geringem Nährwert, würde ich einfach mal sagen, von politisch geringem Nährwert. Das war dann eher für die Weltöffentlichkeit gedacht, um zu zeigen, wo Deutschland steht. Michael, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung.